Matthias Keller, CEO von Patterson Entertainment, eine sehr spannende Vortrag zum Thema Kino gemacht. Sie haben uns drei Weisheiten mitgebracht zum Thema Cinema, wenn ich so sagen darf. Das erste ist Cinema Strikes Back, Totgesagte leben länger. Richtig. Seit der Pandemie hat man ganz klar gesehen, dass sich der Kinomarkt extrem gut wieder erholt hat. Allein in den letzten 5 Wochen mit Barbie und Oppenheimer, die 2 Filme allein über 1 Million Besucher. Jetzt One Size Fits All ist die zweite Weisheit, Kino als Gemeinschaftserlebnis. Es gibt wahrscheinlich nichts Schöneres, als in einem vollen Kino eine Komödie anzuschauen, wo viel gelacht wird, oder einen Horrorfilm, wo es gemeinsam Angst hat. Emotionen zu teilen, ist etwas, was, glaube ich, in der Natur des Menschen liegt. Streaming versus Kino ist das dritte, was Sie mitgebracht haben. Jedes Medium hat eine Aufgabe. Sie haben eine Kochanalogie dazu gemacht, habe ich mir notiert. Genau das mit der Kochanalogie. Das ist so eine These, die ich sage. Es hat viele Leute, die sagen, ist Streaming Konkurrenz zum Kino und so weiter. Und das muss man klar verneinen. Ich glaube, man muss die Bevölkerung unterscheiden zwischen Leuten, die Bewegtbild konsumieren, und Leuten, die kein Bewegtbild konsumieren. Und die Bewegtbild konsumieren, werden das in verschiedenen Formen konsumieren. Und meine These oder mein Vergleich baut ein bisschen auf das aus. Es ist wie das Bedürfnis nach Nahrung. Man hat Hunger. Da gibt es für mich eine Variante, dass man sagt, man geht heim, kocht daheim selber etwas. Das ist die simpelste Art von Bewegtbildkonsumierung, Fernsehen schauen. Wenn man sagt, ja, man mag nicht selber kochen, dann bestellt man sich irgendeinen Food-Kurier, irgendein Essen. Das ist für mich wie eine Konsumierung von Streaming. Und dann gibt es für mich die schönste Form von Essen, ist ein Restaurantbesuch in einem schönen Restaurant. Und das ist für mich vergleichbar wie Bewegtbilder in einem Kino konsumieren. Das ist so meine These, die ich dort aufstelle. Sehr gut, das passt jetzt. Es ist Mittagszeit und das Essen steht bevor. Und da gehen wir jetzt zwar nicht ins Kino, aber gut essen. Gute Idee, sehr gut, einen guten.